Hallo und herzlich willkommen heute Abend. Mensch, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich richtig drauf, dass ihr mit am Stissel seid. Ich richte mich hier mein Mikro ein bisschen. Ich hoffe, ihr hattet schöne Ostern. Das mal an dieser Stelle. Das ist nämlich direkt so der Dienstag nach dem Ostermontag heute. Und ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Vielleicht ein bisschen bei der Family im kleinen Rahmen. Corona macht es ja gerade ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz war Ostern. Und ich hoffe, ihr hattet auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir zocken heute ein bisschen. Ich muss mir mal ein paar Sachen noch zur Seite legen. Und im Hintergrund hört ihr es schon und vielleicht erkennt es auch der ein oder andere. Moment, ich muss mir hier einmal das hier einmal aufmachen und dann zack, jetzt müsstet ihr es hoffentlich gleich sehen. Bam, wir besteigen weiter den Berg bei Celeste. Ich merke gerade ein bisschen, das Mikro wirft hier so einen ganz üblen Schatten. Ne? Muss mal gucken, wie ich das Licht vielleicht ein bisschen anders mache. Muss ich gerade mal so ein bisschen, ne? Ich würde sagen, wir reden gar nicht groß um den heißen Brei drumherum, sondern wir gehen gleich rein. Ich habe jetzt aber auch schon, sage ich gleich zum Start, jetzt seit 3 Wochen kein Celeste mehr gezockt. Wusstest du schon, es ist unmöglich, deinem eigenen Spiegelbild zu entkommen. Na, in echt wahrscheinlich schon, ne? Wir sind nämlich beim letzten Mal gerade so aus einem Berg entkommen, mehr oder weniger. Ich kann es gar nicht so ganz genau sagen, aber war recht spannend. Und ich habe keine Ahnung mehr. Also, was heißt keine Ahnung mehr? Stimmt auch nicht, aber ist ein bisschen her, deswegen hoffe ich, dass ich gut wieder reinkomme. Und wir gehen einfach direkt rein. Theo, du bist wach! Wirklich? Ich habe meine Zweifel. Ich hatte einen verkorksten Albtraum. Ja, warte. Ach ja, jetzt erinnere ich mich wieder. Das ist wirklich passiert. Danke, dass du uns da rausgeholt hast. Ich bin froh, dass wir das zusammen gepackt haben. Ich weiß nicht, ob ich das alleine geschafft hätte. Was geht hier wirklich vor? Das hier ist ganz klar kein normaler Berg. Was geht hier wirklich vor? Ich hätte es dir früher sagen sollen. Als ich bei den alten Ruinen war, ist aus einem Spiegel ein Teil von mir entkommen. Ein Teil, auf den ich nicht sehr stolz bin. Ich schwöre, ich habe es geträumt. Glaubst du, der Berg hat sie real werden lassen? Ja. Seitdem verfolgt sie mich ständig. Sie hat Herr Oshiro angeschnauzt. Ich glaube, sie war der Grund, weshalb die Gondel stehen blieb. Und sie war dort im Tempel. Warum hast du nichts gesagt? Ich wäre nicht in diesen Tempel gegangen, wenn ich gewusst hätte, zu was dieser Berg fähig ist. Ich habe versucht, dich aufzuhalten. Du hättest erwähnen können, dass dein dämonischer Doppelgänger die Gegend unsicher macht. Komm schon, Theo. Du weißt, wie irre das klingt. Ich hab's dir selbst nicht mal geglaubt. Okay, okay. Ich verstehe schon. Nächstes Mal sprich aber einfach mit mir. Ich verspreche dir, ich werde dir glauben. Okay. Das ist ja, jetzt kann ich hier quasi ein Gespräch machen, oder was? Und ich kann beide. Hier, ne? Wie lange war ich eigentlich weg? Das muss ein paar Stunden gewesen sein. Mann, was für ein Trip. Du sagst das. Alles okay? Du meinst, abgesehen von der existenziellen Krise? Ja, alles okay. Warum ist es so einfach für dich, mir zu vertrauen? Jetzt mal im Ernst. Du kennst mich doch kaum. Meinst du? Du erinnerst mich an meine Schwester. Das ist ja bezaubernd. Wie ist sie denn so? Oh, du würdest sie lieben. Nun ja, vielleicht nicht gleich. Am Ende aber doch. Sie ist buchstäblich ein Rockstar. Sie ist Musikerin? Das ist ja cool. Okay, sie ist nicht buchstäblich ein buchstäblicher Rockstar. Alex ist einfach in allem toll. Sie studiert, um Bürgerrechtsanwältin zu werden.
Beeindruckend. Und wie erinnere ich dich an sie? Ihr lebt beide ganz tief in euren Köpfen. Oh. Alex hat diesen erstaunlichen internen Kompass. Es ist offensichtlich, dass sie dahin kommt, wo sie sein muss. Ich kann das auch in dir sehen. Ich wünschte, ich könnte dasselbe über mich sagen. Aber wer glaubt... Warte jetzt diesmal. Wer, glaubst du, hat den Tempel denn gebaut? Er sieht uralt aus. Er muss schon vor allem anderen auf dem Berg gewesen sein. Dem Ressort, den Ruinen, der Stadt. Es gibt viele Geschichten hier. Ja, dieser Berg war für viele Menschen von großer Bedeutung. Ich beginne zu verstehen, warum diese verrückte alte Dame hier lebt. Du bist ja auch über den Weg gelaufen. Was mit der wohl ist? Ich glaube, sie ist nur eine schoflige Frau? Ich glaube, sie ist nur eine schoflige Frau. Aber sie scheint ziemlich zufrieden mit ihrem Leben hier draußen. Danke, dass du da hinten an mich geglaubt hast. Danke, Theo. An dich zu glauben war einfach. Ich wünschte, ich hätte helfen können. Konnte ja nicht viel tun, als ich dem Ding feststeckte. Du hast mir sogar sehr geholfen. Echt jetzt. Ohne deine Unterstützung hätte ich es nicht geschafft. Und deine Schwester hört sich echt toll an. Ich erinnere dich wirklich an sie? Willst du mich veräppeln? Du bist diejenige, die felsenfest vorhat, diesen Berg zu besteigen. Und du weißt nicht mal, wieso. Genau so ist Alex. Ich scherze nur. Wieso willst du denn eigentlich den Berg besteigen? Du hast recht. Ich weiß nicht mal, warum. Ich musste einfach aus meinem Kopf raus. Ich stecke in einem Kreislauf fest. Du sprichst mir aus dem Herzen. Ich hatte viele seelenzermatternde Tagejobs. Arbeit ist eigentlich gut. Ich werde noch verrückt. Ich kann einfach nicht aufhören, an dummes Zeug zu denken, das überhaupt keine Rolle spielt. Mein Hirn beißt sich fest an diesen blöden Dingen, die vor langer Zeit passiert sind. Sollte ich endlich hinter mir haben. Nichts davon spielt eine Rolle. Ich kann gut den äußeren Schein wahren, aber wenn ich ehrlich bin, auch nur gerade so. Das tut mir leid. Das ist ziemlich heftig. Kann ich helfen? Du hilfst schon. Es tut gut, es laut auszusprechen. Du sprichst mit niemandem darüber? Nein. Wirklich. Meine Mutter weiß, dass ich depressiv werde und Panikattacken habe. Das ist alles. Kein Wunder, dass du dich gefangen fühlst. Wie kommst du überhaupt zurecht? Ich trinke. Meistens. Und werde wütend auf Leute im Internet. Was hat dich denn zum Berg gebracht? Ich bin einfach nur am herumvagabundieren. Stranges Wort. Wie immer. Ich habe in Seattle diesen neuen Job angefangen. Ich dachte, ich wüsste endlich, was ich mit meinem Leben anfangen soll, aber bin gehasst. Also habe ich noch eine Woche gekündigt und bin mit dem Bus nach Kanada gefahren. Ich verspüre einfach diesen Drang, mitten im Nirgendwo zu verschwinden. Jetzt, wo ich es laut sage, erkenne ich, wie exzentrisch das klingt. Es hört sich einfach an, als ob du unter großem Druck stehst. Nicht wirklich. Alle sind so geduldig mit mir. Obwohl ich glaube, dass ich mir selbst viel Druck mache. Die Leute denken immer, ich vergleiche mich mit Alex, aber ich schwöre, das ist nicht das Problem. Ich mache mir nur Sorgen, dass ich nie herausfinden werde, wohin ich gehe. Du hast gesagt, du wolltest verschwinden. Vielleicht solltest du das einfach nur annehmen. Könnte sein. Yes. Deep Talk hier, ne? Deep Talk. Willst du mir erzählen, wie Depressionen so sind? Furchtbar. Ja, aber wie fühlen die sich denn an? Alex kämpft auch damit. Willst wirklich verstehen. Wir können über was anderes reden, wenn du willst. Es ist, als ob ich am Grunde des Ozeans bin. Und sehen kann ich absolut nichts. Es ist beengend. Und dennoch fühle ich mich schutzlos. Ich weiß noch,
wie ich mich normal gefühlt habe. Aber jetzt ist dieses Gefühl außer Reichweite, egal was ich versuche. Aber dann war ich wahrscheinlich schon immer verkorkst. Es musste nur etwas Schmerzhaftes geschehen, um es zum Vorschein zu bringen. Mit mir muss irgendwas nicht stimmen. Was immer auch passiert ist. Ich bin mir sicher, dass es nicht deine Schuld ist. Ich glaube, ich dachte, ich könnte... Ach, ich weiß nicht. Ich treibe nur diesen Abgrund und schwimme blind in irgendeine Richtung. In der Hoffnung, dass ich irgendetwas finde. Und deshalb bin ich hier. Aber ich kann mir nicht entkommen. Ich kämpfe buchstäblich den ganzen Weg lang gegen mich selbst. Vielleicht ist das alles sinnlos. Madeleine, du hast mir gerade das Leben gerettet. Das ist nicht sinnlos. Ja. Schau, du bist ein guter Mensch. Du bist ein bisschen angespannt, aber dennoch ein guter Mensch. Ich denke, du versuchst nur aus der Sackgasse rauszukommen, in der du steckst. Und das ist ein absolut legitimer Grund, den Berg zu besteigen. Kann sein, das ist hilfreich. Dieser Teil von dir, der dich verfolgt, gehört vielleicht einfach dazu. Du glaubst also, dass ich sie für immer am Hals habe? Nun, sie hat auch dich für immer am Hals. Das ist nicht hilfreich. Ich sollte etwas schlafen. Ich will jetzt endlich Action hier. Oh, willst du wirklich nicht weiterreden? Ich bin auch müde, aber wir haben uns so viel zu erzählen. Ja, tut mir leid. Ich bin wirklich müde. Weißt du was? Ich will mich immer an diese Nacht erinnern. Lass uns ein Selfie machen. Perfekt. Selfies. Ach ja. Oh. Ein bisschen glücklicher sieht sie aus, ne? Weißt du, trotz allem fühle ich mich gerade ziemlich wohl. Augenblick mal. Du wirst morgen den Gipfel erreichen. Nur nichts verschreien. Ah, ich bin aufgeregt. Ich bin bereit, das alles hinter mir zu lassen. Ich werde dich anfeuern. Wir sollten etwas schlafen. Okay, gute Nacht, Theo. Danke, dass du so, naja, locker bist. Was soll ich sagen? So bin ich einfach. So, jetzt will ich aber auch endlich ein bisschen Action. Okay, das sieht gut aus. Das sieht ein bisschen nach Traum wieder aus, ne? Federn, da kann ich mich noch ein bisschen... Okay. Okay. Also da muss ich jetzt ein bisschen mehr mit dem... Mit dem, na wie heißt's? Ah, mit dem Knüppel hier, ne? Also dem Ding arbeiten. Okay. Was geht ab? Die Nordlichter sind so wunderschön. Naja, sind sie. Wo sind wir? Wir müssen reden. Okay. Ich verstehe endlich, wer du bist. Du bist nicht mein wahres Spiegelbild. Bin ich nicht? Du bist alles, was ich zurücklassen muss. Du bist grausam, paranoid, kontrollierend. Warum sagst du sowas? Nein, es ist okay. Ich verstehe jetzt. Ich brauche dich nicht mehr. Du lässt mich also einfach? Ich lass dich frei. Wir werden beide viel, viel glücklicher sein. Du bist sowas von... Sowas von... Sowas von blöd. Du glaubst, du kannst mich einfach zurücklassen. Du glaubst, du kannst alles in mir in die Schuhe schieben. Du glaubst, du stehst über mir. Antworte mir! Rück dich! Bitte! Ich soll mich beruhigen? Atme, Madeleine, denk an die Feder. Okay. Hatten wir das? Ja, das hatten wir beim letzten Mal schon mal, oder? Kann das sein? Diese Feder?
Nein, 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 nein! Du denkst an eine Feder, um mich mundtot zu machen? No! Du stehst nicht über mir und du kannst diesen Berg nicht besteigen. Es ist Zeit, das zu akzeptieren! Oh oh. Das scheint nicht gut zu sein. Madeleine, was ist los? Okay. Oh no, what? Wir fliegen den ganzen Weg wieder runter. Oh oh. Schwierig. Ich kann nichts machen. Ich kann nur fallen. Das ist natürlich jetzt unglücklich. Oh, Wasser. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben ein Wasserlevel erreicht. Aber ich habe zumindest kein... Au. Okay. Alles klar. Wo muss ich denn aber hin? Ich muss ja irgendwo wahrscheinlich... Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Moment. Was hat das kaputt gemacht? Irgendwas hat es ja gerade kaputt gemacht. Oh, okay, ne, das ist eher schwierig. Okay, hier muss ich hin. Jetzt habe ich hier wieder die Federn. Okay, das ist schwierig, das dürfen wir natürlich jetzt hier nicht verkacken. Okay, und am Ende brauche ich einen Jump. Okay. Ja, ist gar nicht so einfach. Ich muss mich nochmal ein bisschen wieder hier in dieses ganze Jump-Ding, Jump'n'Run reinversetzen. Und das ist halt auch echt nicht easy. Das richtig zu machen. Ich muss da eher irgendwie eigentlich hoch. Nein! Schwierig. Oh nee! Nee. Nein! Okay, nee, doof. Ah! So, mich stört hier gerade so ein Mini-USB-Stick. So. Ja, die billigen Ausreden, ich weiß. Okay, wo muss ich? Ich muss da irgendwie hoch. Aber ach so, warte, Moment, vielleicht. Nee. Uah, okay, war glaube ich nicht ganz so, nicht ganz so, wie man es eigentlich machen sollte. Aber doch irgendwie geschafft, glaube ich, ne? Oh, das sind gar nicht so einfache Dinge. Da muss man schon ein bisschen tricky sein. Vor allem schnell, ne? Ich darf da nirgends wirklich hängen bleiben. Aber ich muss auch ein bisschen besser kontrollieren, glaube ich. Boah, leck. Okay, da muss ich jetzt mehrere Federn rein. Die Mechanik ist natürlich gar nicht mal so easy.
Oh, sofort tot hier, das gibt's doch nicht. Okay, jetzt aber. Hä? Wo hätte ich lang müssen? Dreck! Aber ich habe ja auch nicht so viel Zeit zum Nachdenken. Oh je, nee, come on. Uhu, war das knapp.